Mit schwersten Verletzungen endete der Startversuch mit einem Ultraleichtflugzeug am Freitagnachmittag im Ortsbereich Baumgärtle im Unterallgäu. Aus bisher noch ungeklärten Ursachen kam der etwa 78-jährige Pilot nach dem Start nicht auf die notwendige Höhe und blieb in einer 20.000 Kilovolt Hauptstromleitung hängen. Ich habe vorgefunden, dass das Ultraleichtflugzeug am Boden lag. Der Pilot, schwer verletzt am Boden, wurde aber bereits von Ersthelfern betreut. Der Einsatz ist sehr gut verlaufen, nur die Ortsfeuerwehr, was die Einsatzleitung haben sollte, konnte nicht alarmiert werden, da in Bedernau auch der Strom ausgefallen war. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Schwerstverletzte umgehend in das nächstliegende Krankenhaus eingeliefert. Der vorübergehende Stromausfall wurde inzwischen wieder behoben.